Eigentlich können wir uns zurücklehnen, wir in Berlin. Kaum wurde vergangenen Jahres die Popcom wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise abgesagt, da koordinierten und organisierten sich die Akteure der Musiklandschaft selbst. Das hieß dann All Together Now. 2010 stehen wir vor einer im Vorfeld mit ungeheuren Erwartungen und auch mit Vorschusslorbeeren bedachten Berlin Music Week im September. Und es stellt sich heraus, eine ganze Reihe von Akteuren haben nur kurze Anreisewege. Im letzten Jahrzehnt sind viele, die mit Musik zu tun haben, hierher nach Berlin gezogen. Berlin ist eine Stadt, die es ermöglicht, Musik zu machen, ohne reich zu sein. Daraus wächst immer eine kreative Subkultur, die dann nachher auch schnell mal zu einem großen Mainstream wird. Ich wünsche mir, dass Berlin es noch lange möglich macht, dass Künstler hier herkommen, dass sie hier arbeiten können, auch wenn sie noch nicht Gold und Platin verkauft haben. Wenn man alles das zusammenfügt, die Musiker, die Urheber noch dazu addiert, dann glaube ich, hat man mit dem Berlin Music Week einen schönen Beleg dafür, wie ein Musikstandort aussehen muss. Wir wollen Berlin zu der Musikhauptstadt machen, auch weltweit, international. Und wir gehen jetzt mit der Berlin Music Week dort auch neue Wege, wollen ein internationales Event schaffen, das die ganze Stadt mit einbezieht, die Berlinerinnen und Berliner, diejenigen, die Musik produzieren, die also aus der Branche kommen, mit den Messen, um also hier gemeinsam einzuzeigen, was in Berlin möglich ist. Wenn die Rahmenbedingungen geschaffen werden und wir haben eigentlich eine gesunde und gute Urhebergesetzgebung, wir müssen sie nur umsetzen, dann haben wir eigentlich alle, glaube ich, gute Chancen, auch in Zukunft in einem funktionierenden digitalen Markt zu existieren.